Eine häufig angewandte Auswertemethode von Adsorptionsisothermen ist die Methode von Brunauer, Emmett und Teller, kurz BET-Methode genannt. Man bestimmt dabei die Monolagenkonzentration auf einer Oberfläche und ermittelt daraus die spezifische Oberfläche des Adsorptionsmittels. Wenn wir zum Beispiel 0,15 Gramm Stickoxid auf 1 Gramm Aktivkohle als Monolagenbedeckung ermittelt haben, dann können wir wie folgt weiterrechnen. Diese 0,15 Gramm entsprechen bei einer Molmasse von 30 5 Millimol. Auf 1 Gramm Adsorptionsmittel sind 5 Millimol Stickoxidmoleküle angeordnet. Dicht an dicht. Jedes Stickoxidmolekül hat einen Flächenbedarf von 0,3 mal 10 minus 18 Quadratmeter. Also müssen wir die 5 Millimol mit der Avogadro-Zahl und diesen 0,3 mal 10 minus 18 Quadratmeter multiplizieren und erhalten eine Gesamtoberfläche von 900 Quadratmeter auf 1 Gramm Adsorptionsmittel.